Freue ich mich hier als letzten Redner des heutigen Tages, Herrn Professor Langhorst, willkommen zu heißen. Sicher der führende Experte, den wir in Deutschland für Komplementärmedizin haben. Dementsprechend steht da auch ganz viel, was er bekommen hat in den letzten Jahren von der DCCV als Forschungsstipendien, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde. Das letzte ist gewesen neuroendokrine und immunologische Reaktionen auf akute psychologische Stressbelastung bei Patienten mit Colitis ulcerosa. Und ich freue mich, dass er jetzt in seinem Vortrag uns das erzählen wird, was in der Komplementärmedizin im Jahr 2023 für unsere Patientinnen und Patienten, also für Sie, relevant ist. Herzlich willkommen. Ja, liebe Frau Sonnenberg, lieber Andreas, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Es ist mir wirklich eine besondere Freude und auch eine besondere Ehre, hier heute zu sein und Teil dieses tollen Programms zu sein. Wir haben schon wunderbare Vorträge gehört und ich bin jetzt derjenige, der zwischen Ihnen und dem sonnigen Nachmittag in Hamburg steht. Ja? Das heißt, jeder von Ihnen, der jetzt das Gefühl hat, der Kanal ist voll, der darf jetzt auch mal in Ruhe die Augen zumachen und vielleicht mal wegschlummern. Ne? Ich nehme das als Argument, dass es mir gelingt, eine besonders entspannte Atmosphäre herzustellen, was dem Thema auch sehr angemessen ist. Für alle anderen, die lade ich jetzt herzlich ein, sozusagen mir treu zu bleiben, nochmal in der letzten halben Stunde. Und das Jahr 2002 war für mich ein ganz entscheidendes in verschiedenster Hinsicht. Die Tür der DCCV ist aufgegangen und ich habe eben mit Frau Kaltzberg gesprochen, dass sie seitdem auch nicht wieder zugegangen ist. Also für mich ist die DCCV und die Zusammenarbeit mit der DCCV eine ganz entscheidende, die mein wissenschaftliches, mein Berufsleben sehr geprägt hat. Ich habe 2002 angefangen, konsequent in der Forschung aktiv zu sein. Das hat bis heute sozusagen nicht aufgehört. Was mir auch eine große Freude ist, ich habe um den Zeitraum den Gastroenterologen gemacht sozusagen und ich war in den USA und habe in Boston, ne, also in der neuen Welt, an der Harvard Medical School, da gab es eine Fortbildung zum Thema Mind-Body-Medicine. Ja, auch da kommen wir nachher natürlich nochmal vorbei. Und da war ein Herr Professor Benson dabei und der hatte, wenn man vorträgt, soll man ja in Bildern sprechen, das macht ja Freude. Ne? Und der hatte das Bild des Three-Legged Stool, also einen dreibeinigen Stuhl. Ein Stuhl, ein Hocker, wo man sich draufsetzt und mit drei Beinen ist der stabil. Und das war das Bild für die Gesundheit. Ne? Und die kriegen wir in der Medizin, haben wir ganz wichtige Elemente, die da eine große Rolle spielen. In Deutschland sind wir exzellent aufgestellt mit der Diagnostik. Da sind sie, also wir diskutieren das auf allerhöchstem Niveau hier. Was Herr Professor Leifeld gerade gesagt hat, ist wirklich international führend auch. Also da sind Sie in Deutschland erstmal mit den Endoskopikern, mit der Dichte an Endoskopikern und auch mit der Schnittbildtechnik in exzellenten Händen. Und wenn es um die Erhaltung der Gesundheit oder Wiederherstellung der Gesundheit geht, dann führt in Deutschland in der konventionellen Versorgung, das haben Sie heute auch auf höchstem Niveau gehört von den Sprechern hier, ist es die Pharmakotherapie, die Sie alle kennen aus Ihrem Alltag. Und das ist gut so. Das ist das Herz, damit können Sie sozusagen wirklich auf die andere Seite kommen und wieder stabil werden. Das ist die notwendige Voraussetzung. Und mancher hat auch sozusagen auch vom Chirurgen sozusagen den Chirurgen bedarf. Eben die Chirurgie ist das zweite Bein, das der Herr Professor Benson damals genannt hat. Also die Pharmakotherapie und die Chirurgie. Aber damit der Stuhl stabil wird, braucht es die Selbsthilfe, die Selbstfürsorge. Und das ist ein Bereich, der diesen gesamten, all das, die Pharmakotherapie und die Chirurgie flankiert. Und zwar so flankiert, dass es wirklich einen Unterschied machen kann, ob sie ins Ziel kommen oder nicht. Ob sie über den Berg kommen und in die stabile Remission kommen, wo wir sie ja alle hinhaben möchten sozusagen. Wir wollen sie dabei begleiten. Und darüber möchte ich jetzt in der verbleibenden Zeit mit Ihnen sprechen. Es geht also um all das, was nicht pharmakologisch ist, ergänzend nicht pharmakologische Therapien und nicht chirurgisch. Und das ist ein Füllhorn an Möglichkeiten, das Ihnen zur Verfügung steht. Aber es gibt ein Vorher und Nachher. Mit der Diagnose einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung passiert ja ganz viel. Und bei ganz vielen wird ein Muss ausgelöst. Ich muss mich kümmern, ich darf nichts verpassen, ich habe Angst. Und das ist sehr verständlich, gerade am Anfang zu Beginn der Phase. Das sind die Patienten, die zu uns kommen und etwa 30 Nahrungsergänzungsmittel mitbringen.
Ne, das gibt Ausdruck darüber, wie hoch das innere Anspannungsniveau ist und wie stark die angespannt sind und unter Angst leiden. Und das ist sehr verständlich. Das muss man eben lesen können und entsprechend auch adressieren, weil mit der Angst auch viel Schindluder getrieben wird. Gehen Sie mal ins Internet, nehmen Sie mal einen Tag Zeit, ja? Dann verlieren Sie wirklich komplett den Überblick und viel Geld können Sie da ausgeben. Und entscheidend ist, auch deshalb stehe ich hier, weil das in Expertenhände gehört, weil Sie das Anrecht darauf haben, hier auch in diesem Bereich qualifiziert beraten zu werden und ab einem bestimmten Punkt wissen, das ist für mich gut, das will ich machen, davon profitiere ich, das ist zusätzlich was mich in die stabile Remission bringt, was meine Lebensqualität relevant verbessert, was mich wieder in die Situation bringt, mein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Aber auch zu wissen, all die anderen Sachen, für die ich im Zweifelsfall noch im Internet viel Geld ausgeben kann, die lasse ich, weil es nämlich keinen Sinn macht. Aber dafür braucht man einen Kompass und dafür muss man sich orientieren und ich hoffe, den kann ich Ihnen heute etwas geben. Hier ein erstes Zitat von einem Patienten, das nur ein Auszug des Zitats ist. Wir kommen da nachher nochmal dran vorbei. Damals in der ersten Situation, sozusagen Erstdiagnose, habe ich mich sehr alleingelassen gefühlt. Und wissen Sie, wer da die allerbeste Arbeit macht? Die DCCV seit 40 Jahren. Ja, also, exzellent, genau da ist die DCCV. Und die ergänzenden nicht pharmakologischen und nicht chirurgischen Therapien kann man Komplementärmedizin nennen, man kann sie Naturheilkunde nennen. Und ich stehe hier, weil all die Dinge zusammenkommen sollen, die konventionelle Versorgung und die Komplementärversorgung zu einem integrativen Konzept, dass all die Dinge für Sie adressiert werden und Sie sich danach ausreichend aufgestellt werden, dass Sie dann im wahrsten Sinne des Wortes Ihr eigener Experte geworden sind. Und dann also mit begleitend von den Fachexperten aus der Medizin Ihren Weg gehen können. Und ich habe einige Fragen mitgebracht zum Thema Komplementärmedizin und auch einige Aussagen. Und das erste ist, der Einsatz von komplementären Verfahren bei chronischer entzündlichen Darmerkrankung ist eine Versorgungsrealität. Das heißt, das passiert heute, immer in Deutschland. Ob das gesehen wird oder nicht. Ne? Und das sind die Dinge hier, Herr Kneip, ne? Die schöne Frage an der Stelle, die ich dem Studierenden stelle, ist, was für ein Facharzt war Herr Kneip denn? Ja. Sie wissen das besser, ne? Ich habe schon tolle Sachen gehört, also vom Rheumatologen, Angiologe, Wasserarzt. Er war natürlich Pfarrer, Seelsorger und steht für die moderne Naturheilkunde mit Selbsthilfestrategien, Wasseranwendung, pflanzliche Anwendung, Ernährung, Bewegung und ein Gesamtkonzept der sogenannten Ordnungstherapie, die tatsächlich bei uns im klinischen Alltag eine große Rolle spielt. Aber das ganze Feld ist auch international definiert. Das ist mittlerweile wissenschaftlich definiert, was in dem Bereich Komplementärmedizin definiert wird und es wird auch Forschung in dem Bereich betrieben. Und das ist für Sie eine gute Nachricht, weil das Feld ernst genommen wird und seriös akademisch aufgearbeitet wird. Und internationale Studien aus Nordamerika, Australien, Europa und auch dem Nahen Osten sagen, 21-60%, können wir jetzt mal rechnen, wir sind 120 Leute, ne? Dann mehr als die Hälfte, mehr als 60 oder 70, sagen wir mal 70 Leute von Ihnen haben schon eigene Erfahrungen in diesem Bereich. Ja, da kommen wir nachher nochmal vorbei. Und wir selber haben das Thema sehr ernst genommen. Ich habe vor 20 Jahren mit meiner Arbeitsgruppe in Essen dazu eine Studie gemacht und jetzt nochmal in Bamberg. Und wir haben nachweisen können, dass über 50% in Deutschland eben wegen Patienten mit chronischer entzündlichen Darmerkrankung in Zusammenarbeit mit der DCCV beforscht. Mehr als jeder Zweite hat eigene Erfahrung wegen der CED in diesem Bereich. 25% der Befragten haben in der ersten Umfrage vor 20 Jahren gesagt, sie fühlen sich ausreichend informiert. Aber 80% haben gesagt, ich werde in dem Bereich was machen in Zukunft. Das heißt, eine Riesenschere an Bedarf, an Informationsbedarf. Und über 90% haben damals gesagt, ich will the best of both worlds unter einem Dach. Ich will, dass die beiden Sachen zusammenkommen. Und hier die Daten aus dem letzten Jahr publiziert und da können Sie schauen, Platz 1 in Deutschland im Bereich Komplementärmedizin sind pflanzliche Medikamente. Ja, also kommen wir nachher dran vorbei. Und Platz 2 ist die Ernährung.
Und das ist gut und wichtig. Das sind zwei ganz wichtige Felder, wo Sie auch aufmerksam sein sollten und in die Selbstfürsorge kommen sollten. Und das Dritte, was nachher nochmal Thema ist, sind achtsamkeitsbasierte Verfahren, Entspannungsverfahren, Stressmanagement. Aber hier stehen auch so Dinge wie Homöopathie, auch das wird genutzt. Zur Homöopathie gibt es aber keine Daten. Das ist nicht wirklich, letztendlich nicht abschließend wissenschaftlich abgesichert. Und Sie müssen sich eine Haltung dazu anordnen. Also, zu teuer, ne, wenn jemand sagt, es hilft gegen alles, ne, und nur das, ist immer unseriös. Ja. Das merken mit. Aber Sie sehen, es gibt ein breites Feld an Maßnahmen und wir werden nicht alle im Detail anschauen. Ich will Ihnen eher eine Gesamtidee geben für das Feld. Und es ist wissenschaftlich beforscht und es passiert täglich. Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nutzen diese Dinge. Und warum ist das so? Weil durch diese komplementären Verfahren ein sogenanntes Unmet Need adressiert ist. Das ist ein Begriff aus der Wissenschaft und das heißt, ein Bedürfnis, das die Patienten haben, das durch den konventionellen Zugang, durch Medikamente und durch die Chirurgie nicht adressiert wird. Also da bleibt was über und deswegen gehe ich aus der Praxis raus und gucke, was kann ich noch für mich machen. Und auch dazu machen wir Forschung in Bamberg und haben Patienten, die bei uns eben multimodal behandelt werden, also mit vielen dieser nicht pharmakologischen Konzepte, haben wir gefragt im Interview, was löst das bei dir aus? Und sozusagen auf akademisch sagen die Folgendes, ein patientenzentrierter, ganzheitlicher Ansatz wird von den Patienten als nützlich eingestuft, um dem komplexen Krankheitsbild zu begegnen und die individuellen Bedürfnisse der Patienten in Bezug auf ihre Erkrankung zu erfüllen. Jetzt mal sozusagen Das war, wenn so ein langer Satz kommt, den keiner versteht, das ist die eine Sache. Das, was jetzt kommt, verstehen Sie, das haben nämlich die Patienten gesagt. Was mir gut gefallen hat, war einfach der Kontakt zu anderen Betroffenen. Für uns ist es ganz wichtig, Patienten, die zu uns auf die Station kommen, sagen, wie schön, dass hier auch andere sind, die betroffen sind, dass ich mich mit denen austauschen kann und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Das ganze Thema mit Stress und Gedanken, dass ich durch die Gruppe ruhiger werde, hatte ich nicht gedacht. Und das liegt daran, dass mir vorher gar nicht so bewusst war, dass ich innerlich doch so unruhig und gestresst war. Ich bin süchtig nach Entspannung. Also eine neue Welt, eine neue Ebene entdeckt. Und einfach mal, dass man ein bisschen netter zu sich selber ist, in die Selbstfürsorge kommen. Ganz wichtiger Teil des Weges. Ich finde das sehr wichtig mit der Ernährung. Und das hatte ich hier festgestellt und das habe ich auch hinterher an mir selber festgestellt, als ich dann angefangen habe, das Ganze umzustellen. Ich esse jetzt wesentlich gesünder. Und ich habe die ganzen Finger eben noch im Blick, die gesagt haben, essen Sie, was Sie wollen. Essen Sie, was Sie wollen, heißt ungefähr, es ist mir egal, was Sie wollen, was Sie essen. Ne? Es ist mir egal, was Sie essen. Das ist aber nicht das Gleiche. Ja. Und dass man durch seine Einstellung so viel verändern kann, war mir vor der Gruppe nicht klar. Also verschiedene Ebenen, die hier adressiert werden, um in die Selbstfürsorge zu kommen. Und das Geheimnis der Naturheilkunde ist ja, oder das Label sozusagen, ist so ein bisschen die Anregung der Selbstheilungskräfte. Und das eben sehr individuell. Man schaut, wo der Patient eben körperlich, aber auch seelisch in seinem sozialen Umfeld und auch spirituell platziert ist. Das Fachwort dafür ist die Salutogenese. Also wir ergänzen einen pathogenetischen Ansatz, der extrem wichtig ist, wo also übersetzt wird, wie bekämpfe ich die Erkrankung mit dem Skalpell und mit Medikamenten, wird ergänzt durch die Frage, wie erhalte ich meine Gesundheit? Wie kann ich meine Ressourcen so stärken und einsetzen, dass ein Gesamtbild entsteht, das für mich funktioniert? Und dazu kommt eben neben der Akutversorgung Prävention, Tertiärprävention, also wenn man schon an einer Erkrankung leidet, dann trotzdem zu schauen, was sind die Faktoren, die mir gut tun in der Prävention, bis hin zur Gesundheitspädagogik. All das wird adressiert. Und warum macht das Sinn, gerade bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Weil die Pathogenese vielfältig ist. Es ist eben nicht das eine Bakterium, das alles auslöst, dass man antibiotisch behandelt und alles ist wieder gut. Wir wissen aus, das ist hier eine ganz berühmte Studie sozusagen, oder was heißt Publikation, dass der Lebensstil mit der Industrialisierung einhergeht mit dem Anstieg von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das hat sich genauso nochmal in Schwellenländern, in China, in Indien nachvollzogen. Auch da, als sie umgestellt haben, Industrialisierung, das geht mit einher, dass der Lebensstil sich verändert, die Form der Arbeit, aber auch die Form der Ernährung. Das ist zumindest korreliert damit, dass dann auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen häufiger sind. Das ist noch keine Erklärung, aber das ist zumindest ein Phänomen, das man wahrnehmen kann.
Und es gibt einen breiten Strauß an Faktoren, die bei der Entstehung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung eine Rolle spielen. Und es gibt eine tolle Übersichtsarbeit, Do's and Don'ts sozusagen, was führt dazu, was schützt vor einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und die haben explizit geguckt, was für Umweltfaktoren. Körperliche Aktivität. Und diesen Vortrag halte ich ja nicht das erste Mal. Und dann geht der Finger hoch und sagt mir jemand, ich leide unter einer Colitis ulcerosa und bin Landschaftsgärtnerin. Das sind eben nur Statistiken. Aber für die große Menge ist sozusagen körperliche Aktivität ein Schutzfaktor. Stillen. Also wenn man gestillt worden ist, ein Schutzfaktor. Benutzung von Doppelbetten, das ist vielleicht mal ein eigener Vortrag, ne, der die Fantasie anregt hier. Aber das Mikrobiom ist da sicher angehört. Teekonsum, hohe Folsäurespiegel, Vitamin D. Wir sind in der Ernährung, das hat Frau Professor Kübacher ja eben wunderbar die Mangelsituation sehr differenziert dargestellt. Und sie hat ja auch gesagt, Einstieg ist die Ernährung hier an der Stelle. Und da bestimmte Infektionen und was ich wichtig finde, Frucht- und Gemüsekonsum schützt vor Colitis ulcerosa. Und hier die Risikofaktoren, Morbus Crohn, Rauchen, das hat Herr Diekners gesagt, es gibt nichts Problematischeres an der Stelle. Leben in der Stadt, also als Hamburger ist man an der Stelle, muss man es zur Kenntnis nehmen, wunderbare Stadt, ne? Bin ganz begeistert, wie immer. Appendektomie, Tonsillektomie, auch das wieder eher, also Blinddarm- und Mandeloperation, eher übers Mikrobiom wahrscheinlich zu erklären. Aber auch hier Medikamentenexposition, also die Pille oder Antibiotika. Häufig in Kindern und Jugend, als ich jung war, gehört das zum guten Ton, dass man auch mal mit Antibiotika behandelt wurde. Ne? Heute weiß man, dass das eben nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Und Konsum von Softdrinks, 70% erhöhtes Risiko bei Colitis ulcerosa. Das nehmen wir mal zur Kenntnis, da kommen wir nachher nochmal vorbei. Also es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die in der Entstehung eine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass wenn ich erkrankt bin und dann weiter darauf eingehe, dass ich das rückgängig machen kann. Aber es ist zumindest sehr plausibel, dass das eine Ebene ist, die ich in irgendeiner Form berücksichtigen und adressieren sollte. Das heißt, Lebensstil und Umwelt kann die Genetik eher sozusagen beeinflussen. Wir gehen den nächsten Schritt und sagen, um uns eben von den Anbietern im Internet zu unterscheiden, ist es wichtig, dass wir das wissenschaftlich aufarbeiten. Ne, Plausibilität ist ein wichtiger erster Schritt, aber wir als Mediziner brauchen Studien, um das abzusichern. Und was ist also zu den drei großen Themen, was haben wir dazu an Studien und wie gehen die Leitlinien darauf ein? Hier nochmal, das ist wissenschaftlich definiert und Phytotherapie, hatten wir eben gesagt, ist ja auch sehr naheliegend, also sehr, sehr naturbelassen, das wird so assoziiert und ist sehr positiv besetzt. Und hier sind sozusagen Pflanzen, für die es Präparate gibt, die erste Studien am Menschen, das ist wichtig, nicht nur am Reagenzglas, sondern am Menschen gezeigt haben, dass die einen positiven Effekt erzielen. Die ersten drei sind die besten, Klassenbesten, da kommen wir gleich vorbei. Heidelbeeren, wunderbare Selbsthilfestrategie, Heidelbeeren, Mutter sagt, machen Sie nichts mit falsch, nur wenn man eine Fructose-Malabsorption hat, vorsichtig sein. Herr Professor Sturm hat gestern noch das Wort Weihrauch in den Mund genommen. Es gibt keine Datenlage, die sagt, Entzündung können wir damit hemmen, aber wir setzen es ein, wenn Gelenkbeschwerden sehr im Vordergrund sind. Na, dann hat das einen Versuch verdient. Wermut, Blutwurz eher in Form von Tees. Und Indigo, ganz wichtig, ein Beispiel dafür, das gibt eine gute Datenlage, die gezeigt hat, international publiziert, hoch publiziert, das hilft, das bringt sozusagen die Entzündung runter, aber Indigo macht relevante Nebenwirkungen. Ne? Nach dem Motto, die sanfte Medizin, ne? Im besten Falle helfe ich, aber passieren kann ja nichts. Hier ist das Beispiel dafür, dass es wichtig ist, sich sehr differenziert mit den Dingen auseinanderzusetzen. Weil das hat einen Bluthochdruck im kleinen Körperkreislauf gemacht, einen pulmonalen Hypertonus, den wollen Sie nicht haben. Ja? Also von daher ist Indigo wird nicht empfohlen und das ist ganz wichtig. Und was sagt die Leitlinie Colitis ulcerosa? Flohsamen, und ich bin sicher, viele von Ihnen haben mit Flohsamen schon Kontakt, im Kopf behalten, nicht wenn man Stenosen hat, weil das ein Quellmittel ist, das quillt um das 40-fache auf. Und nicht gleichzeitig mit anderen Medikamenten nehmen. Wenn Sie Ihre Schilddrüsentablette nehmen, gleichzeitig mit dem Flohsamen, dann wird das Hormon nicht in den Körper aufgenommen. Also 1,5 Stunden Zeit dazwischen lassen. Aber sonst schönes Medikament, Stuhlkonsistenz, kurzkettige Fettsäuren werden erhöht. In der Remissionserhaltung gibt es Daten dafür, dass es Sinn macht. Und die Leitlinie jetzt aufgenommen. Kurkumin, Gelbwurz, haben Sie sich ja auch schon mit beschäftigt. Eher
das Problem, dass wir es im Gegensatz zu Flohsamen nicht als, nur als Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland nutzen. Das heißt, es gibt das nicht als, Arzneimittel und es ist nur untersucht in Kombination mit Aminosalicylaten, aber da ganz vielversprechend. Aber wir warten noch auf das Medikament und wir haben viel geforscht mit Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle, das ist das Myrhinilin-Test. Da gibt es Daten dafür, dass es eben in der Remissionserhaltung auch einen Effekt erzielt. Also es gibt Pflanzen, die vielversprechend sind. 3x4 Dragees an der Stelle, die wir einsetzen. Das ist sicher ein Thema, bei dem auch viele schon vorbeigekommen sind. Vor allen Dingen je jünger, aus der Kronleitlinie. Es wird nicht eingesetzt, um die Entzündung zu kontrollieren. Also Ausrufungszeichen. Aber es gibt Hinweise. Das heißt, wenn man in sehr, also Second Line, wenn alles Standard gescheitert ist, dann kann man darüber sprechen, es einzusetzen bei Bauchschmerzen. Oder auch bei Appetitverlust, wenn man untergewichtig ist und aus dieser Situation, die dann sehr spezifisch ist, nicht rauskommt. Und dann ist es aber ganz wichtig. Wir haben eine Studie dazu gemacht, 400 Leute befragt und nur 10% hatten Erfahrung. Aber von denen haben gesagt, über 50% gesagt, ich habe es mir auf dem Schwarzmarkt besorgt. Das können sie natürlich nicht machen. Ja? Also da wissen sie nicht, wie viele Sägespäne da drin sind oder noch Schlimmeres. Ja? Wenn, dann muss das medizinisches Cannabis von einer Ärztin, von einem Arzt verschrieben sein. Gut, zweites Feld, Ernährung. Wunderbares Feld. Wir haben das, also das hast du toll eröffnet ja schon. 80% der Befragten sagen, dass sie einer großen Umfrage in Nordamerika, Diäten spielen eine wichtige Rolle in der Therapie und 40% sagen, damit kann ich Einfluss auf meine Symptome nehmen. Das heißt, das, was Frau Göbera eben gesagt hat, wir wollen erstmal Prävention und Ausgleich von Fehlernährung, von Mangelernährung. Aber wir erleben einen Paradigmenwechsel, weil wir erleben, das ist eine Therapiesäule, die wir nutzen können. Also das können Sie proaktiv einsetzen. Na, und das, wir wissen, verstehen immer mehr, über welche Wirkebenen das funktioniert. Mikrobiom, Immunsystem, Darmbarriere, all das wird beeinflusst. Und ganz kurz, 3 Studien, die ich wirklich nur kurz zusammenfasse. 1000 Leute untersucht im Hinblick auf ihre Ernährung. Und dann das Mikrobiom untersucht, gesunde Kontrollen, Reizdarm, Crohn und Colitis. Und abhängig davon, wie die sich ernähren, das kann man an ihrem Mikrobiom ablesen. Wenn die sich ernähren mit viel tierischen Lebensmitteln, rotes Fleisch, hochverarbeitete Lebensmittel, Alkohol und Zucker, haben die mehr Entzündungsaktivität in ihrem Mikrobiom. Mehr Botenstoffe, die für Entzündung sprechen. Und wenn die sich mit einer pflanzenbasierten Vollwertkost ernähren, ist das andersrum. Damit kann man die Entzündung im Körper auf Mikrobiomebene Botenstoffe runterregulieren. Und das ist der erste Flock, den ich hier einschlage. Die große Orientierung ist die pflanzenbasierte Vollwertkost. Wenn Sie dann mal was anderes machen, ist es Luxus, aber daran sollten Sie sich orientieren. Und den zweiten Flock, den ich einschlage, ist, es ist vielleicht gar nicht das Lebensmittel selbst, sondern die Art und Weise, wie es ultra verarbeitet ist. Das heißt, ultra hochverarbeitete Lebensmittel. Und da gibt es mittlerweile auch Forschung dazu. Und eine große Studie, die gezeigt hat, 5-mal hochverarbeitete Lebensmittel, also morgens ein Croissant, dann mittags eine Tüte Pommes, dann vielleicht noch eine Tüte Chips, ne, und so weiter. Also alles hochverarbeitet. Das, was Sie nach 18 Uhr an der Tankstelle kriegen und bei McDonald's. Ne, das ist so ungefähr die Ausrichtung. Das macht ein bis zu 80% erhöhtes Risiko, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auszubilden. Also es macht Sinn, dahin zu schauen. Aber wenn die Welt so einfach wäre, hätten wir diese Diskussion nicht. Hier eine Grundlagenstudie, die gezeigt hat, Ballaststoffe, die erstmal sehr positiv besetzt sind, sind in einer Situation im Reagenzglas mit Zellen von Patienten, die im Schub waren, konnten die gar nicht verarbeiten und da waren die eher noch proinflammativ. Das heißt, deswegen ist das Thema Ernährung so komplex und deswegen brauchen Sie einen Experten, eine Expertin an Ihrer Seite, die Sie da durchcoacht. Weil es ist nicht immer gleich, an allen Stellen das Gleiche. Also, aber es macht absolut Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzuhalten. Und wenn Sie mit nach Hause nehmen, pflanzenbasierte Vollwertkost und ultra machen und ultra hoch verarbeitet lassen, dann ist das schon mal gut. Und hier zur Ernährung ist mir eben auch eine große Freude. Frau Miriam Bittel ist auch im Auditorium. Wir haben eine tolle Arbeitsgruppe zu dem Thema Darmbarriere und sie hat im letzten Jahr eben die patientenorientierte Forschungs den Preis der DCCV gewonnen. Also wir forschen in Bamberg auch zur Ernährung. Dann Stressmanagement. Mein Sohn meditiert neuerdings. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber es ist ja sicher besser als rumsitzen und nichts tun. Und tatsächlich, es ist eindeutig besser als rumsitzen und nichts tun. Ja, berichtet die Leitlinie, weil sie in einem Entspannungsverfahren eine aktive Haltung einnehmen.
Und das macht einen ganz entscheidenden Unterschied. Ob Sie als Couch Potato die Simpsons gucken und eine Tüte Chips dabei essen oder ob Sie aktiv in die Entspannung gehen. Ne? Wir wissen, dass belastende Lebensereignisse, psychologischer Stress und psychische Störungen nicht ursächlich für die CED sind, sind nur ein Mosaikstein, aber sie können einen negativen Einfluss für den Verlauf und sicher für die Lebensqualität haben. Und natürlich ist eine hohe Krankheitsaktivität auch mit einer hohen psychischen Belastung verbunden. Wir haben diese Studie ist auch etwas älter, aber wir haben 700 Patienten befragt und 70% der Patienten meinten, Stress hat einen negativen Einfluss auf die Darmerkrankung, auf eine CED, psychosozialer Stress, emotionaler Stress. Und 70% haben auch den Eindruck, dass es auch schon unmittelbar in der Auslösung eines Schubes sozusagen beteiligt war. Was ich am wichtigsten finde, ist die dritte Zeile. Eine bessere Stresstoleranz würde den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen, sagen 85%. Also ein Unmet Need, das müssen wir adressieren und da müssen wir Angebote machen, dass sie das für sich auch nutzen können. Das kann so aussehen, hier Herr John Kabat-Zinn, der Mindfulness-Based Stress Reduction eingeführt hat. Und wir haben eine Yoga-Studie gemacht, die auch wieder von der DCCV unterstützt wurde. Holger Kramer, ne? Hochpubliziert, und wir haben zeigen können, dass man durch Yoga und über die bessere Stressverarbeitung die Lebensqualität relevant verbessert und auch einen Einfluss auf die Symptome hat. Also eine Studie erklärt noch nicht die Welt, aber wenn Sie da affin sind, ist das was, was absolut Sinn macht. Und auch das schlägt sich in den Leitlinien nieder. Achtsamkeitsbasierte Verfahren, ne, zur Stressreduktion können komplementär eingesetzt werden, um die Lebensqualität zu verbessern. Und auch Yoga steht in den Leitlinien. Soweit haben wir es geschafft. Jetzt muss es nur noch zu Ihnen kommen. Ne? Und dann geht es darum, dass die CED, ich bin schon etwas drüber, gib mir noch 3 Minuten, dann habe ich es. Vielleicht 5. Das Ganze ist, Forschung ist häufig so vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Unterm Reagenzglas immer kleiner, immer kleiner. Und das ist gut so, da erfahren wir viel. Aber es muss auch in die andere Richtung gehen. Für Sie ist es in diesem Feld wichtig, multimodal zu arbeiten. Ne? Also all diese Dinge mal sich damit auseinanderzusetzen, für sich individuell zusammenzustellen, was für Sie funktioniert. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal wissen, was es gibt. Und wir haben dazu eben diesen Bereich wissenschaftlich auch international mit der ECHO, also mit der europäischen, auf europäischer Ebene publiziert und haben in Bamberg und in Essen und in Bamberg eben Konzepte entwickelt und auch Studien dazu gemacht, wo den Betroffenen in einem Tagesklinikprogramm Informationen zu den Themen gegeben wird, aber auch nicht nur Theorie, sondern auch Praxis, selber riechen, schmecken und fühlen, Stressmanagement, achtsamkeitsbasierte Verfahren, Bewegungseinheiten, aber auch eine Lehrküche kennenlernen und naturerkundliche Selbsthilfestrategien. Und wir haben zeigen können hier, dass das Programm sehr strukturiert, dass die Dinge eben auch benannt werden, dass wir damit die Lebensqualität der Patienten relevant verbessern können. Das war das Einschlusskriterium. Nur leichte Aktivität. Wenn die 5-mal an den 10 Terminen teilgenommen haben oder wenn die stationär zu uns kommen, dann funktioniert das. Das ist aber keine Alternativmedizin, sondern es ist in Kombination mit den Medikamenten. Das alleine erklärt nicht die Welt. Wir hatten einen Patienten, der gesagt hat, oh, ich glaube, also gut, ich lasse mein Mesalazin mal weg. Und der ist unter der Studie schlechter geworden. Und erst als der beides zusammengebracht hat, hat er wirklich die Sachen eingefahren, die für ihn funktionieren. Und die Faktoren, die funktionieren, ist einmal das Stresserleben. Das können wir nachweisen, dass wir das subjektive Stresserleben damit verbessern können. Aber auch das Flourishing. Das Flourishing ist ein Lebensstil, der bestimmt ist von Güte und von persönlichem Wachstum, von Resilienz und vom Meistern der Lebensaufgaben und optimaler Lebensführung. Flourishing entsteht, wenn Positivität gegenüber Negativität deutlich vorherrscht. Positive Gefühle führen zum Aufblühen, sodass Menschen, die aufblühen, einen Zustand optimaler geistiger und seelischer Befindlichkeit erreichen. Sie fühlen sich überwiegend gut und meistern ihr Leben und leisten einen Beitrag für die Gesellschaft. Jeder Mensch in diesem Leben hat sicher eine Bürde zu tragen. Und in Ihrem Fall kann das die chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Es geht mit dieser Gesamtkonstellation aufzublühen. Und das kann gelingen, wenn Sie sich diesen Themen widmen. Und auch da waren wir schon, ganz wichtiger Faktor ist die Selbstwirksamkeit, dass Sie wieder Vertrauen in sich selber kriegen und aktiv gestalten können. Ja, und damit in die Selbstfürsorge kommen. Das ist das Anliegen. Da habe ich einige Zitate noch mitgebracht, das wird jetzt aber alles viel zu lang. Und nur das eine, mit dem ich hier eingestiegen bin.
Also es ist, für mich ist es ein super Weg, weil ohne Medikamente kommt man in dieser Krankheit wahrscheinlich nicht aus. Und so mit komplementären Anwendungen ist das wirklich ein super Weg. Warten Sie mal. Ja, das ja. Die Tagesklinik finde ich eine tolle Sache, wenn ich das damals schon gewusst hätte. Damals habe ich mich nämlich sehr alleingelassen gefühlt. Da konnte ich mir auch kein Arzt weiterhelfen. Ich habe meine Medikamente gekriegt, aber wenn ich das damals schon gewusst hätte, wäre es eine große Bereicherung gewesen. Also ich lade Sie ein, hier den Anschub von hier mitzunehmen und einfach zu schauen, was Sie für sich tun können, damit Sie das sagen können, was ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin gesagt hat, die Studie war genau das, was sie gebraucht hat, um an die Stelle zu kommen, um selber zurechtzukommen. So. Wenn wir einen Augenblick noch diskutieren wollen, Joost, und Zeit haben. Ja, das ist sozusagen das Letzte, weil das ist tatsächlich noch, der Gastroenterologe bleibt ihr Lotse. Ja? Also, Sie gehen nicht zum Heilpraktiker, Sie gehen zum Gastroenterologen, der hat die Sachen in der Hand. Und dann brauchen Sie einen Arzt für Naturheilkunde, ambulant Ernährungswissenschaftler, Mind-Body-Instructor, Osteopathen, Körpertherapeuten. Sie schauen das, was Sie brauchen. Aber das ist das Netzwerk, aus dem Sie auswählen, um das adressieren zu können. Oder Sie kommen nach Berlin oder nach Essen oder nach Bamberg. Und in Bamberg wird das eben beforscht durch eine Professur, die auch die DCCV mit möglich gemacht hat. Konventionell zusammen mit der wissenschaftlichen Naturheilkunde, das können Sie nochmal nachlesen bei der Karl und Veronika Carsten Stiftung. Da gibt es, oder auch die Bauchredner, die dazu entstanden sind. Und ich lade Sie ein, nehmen Sie einen Schwung von hier mit. Na? Und mit einem letzten Gruß aus Bamberg. Habe ich deutlich überzogen, aber es war mir eine große Freude. Ja, also herzlichen Dank. Es ist natürlich eine Fülle an Informationen gewesen und ich glaube, das Schwierige ist so richtig einzuordnen, was ist das Richtige für mich, was trifft auf mich individuell zu. Bei dieser großen Vielzahl an Dingen müssen Sie natürlich als Betroffener, das werden wir jetzt auch nicht in der Diskussion schaffen, überlegen, was ist eigentlich das Konzept für mich, um mich zu der Fluorogenese, was war das, Also das kennst du ja wohl, ne? Salutogenese, das machst du auch jeden Tag, hoffe ich, oder? Flourishing. Das Aufblühen, ja, genau. Aber wie gesagt, in diesen Kliniken, die ich genannt habe, ist das Kassenmedizin. Also da sind Sie sozusagen mit ihrer Einweisung durch den Hausarzt, sind Sie da richtig. Und auch diese ambulanten Leistung muss man eben schauen, ob Ihre Krankenkassen das anbietet oder nicht, ne? Da hinten gibt es eine Wortmeldung, sonst noch gerne andere Wortmeldungen an den Mikros, für die einfacher dort sitzen. Ja, vielen Dank, Herr Langhorst. Wir sind ja auch schon lange Zeit in Kontakt. Ich bin Georg Tecker, ich bin im Kompetenznetzwerk Psychotherapie bei Darmerkrankungen und ich möchte einfach darauf nochmal hinweisen, das Wort Psychotherapie, ich habe mal einfach so ein bisschen die Ohren steif gemacht und habe jetzt die kognitive Verhaltenstherapie bei Ihnen gehört. Im ersten Teil habe ich von der Psychotherapie gar nichts gehört. Dabei gibt es in Deutschland, hier allein in Hamburg gibt es 100 Psychotherapeuten gibt es. Was ist Ihre Frage an Herrn Langhorst? Meine Frage ist, warum die Psychotherapie möglicherweise nur in einem Nebensatz gehörte, aber ja. Also die Psychotherapie ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn eine Psychopathologie vorliegt. Wir haben ja eben über Angst als Einstieg gesprochen. Das kann ein Ausmaß nehmen, das auf jeden Fall eine psychotherapeutische Begleitung braucht. Und wenn Sie dann jemanden so erfahren ist wie Herr Tecker, Sie begleitet, ist das ein großer Segen. Mir ging es ja um die Salutogenese sozusagen, weil eine psychische Belastung spielt immer eine Rolle. Das muss aber nicht gleich als pathologisch ausgelegt sein. Und Krankheitsverarbeitung ist in dem Prozess ein ganz wichtiger Punkt. Da kann ein Psychotherapeut und eine Psychotherapeutin wichtige Begleitung sein. Und die war in meinem Netzwerk eben auch aufgeführt. Wie gesagt, ich bin ja so in Schwung gekommen, dass das nur noch kurz seinen Platz gekriegt hat. Unten steht der Psychotherapeut. Die Psychotherapeutin. Und auch zu Recht. Im besten Falle gelingt es Ihnen auch damit, sozusagen eine Begleitung zu gewinnen, die Sie aus dem Tal rausführt und wieder auf die grünen
Autos. Ja, herzlichen Dank für die wichtige nochmal Darstellung der Psychotherapie. Hat jetzt nicht ganz direkt was zu tun, aber ich glaube, der Körper besteht halt nicht nur aus, also der Mensch besteht nicht nur aus dem Körper, sondern aus der Seele. Und ich glaube, das hast du uns nochmal mit dem letzten Satz klar gemacht. Es gibt ganz, ganz viele schulmedizinisch, nicht schulmedizinisches. Erstmal herzlichen Dank an die tolle Forschung in Bamberg. Das ist, ich glaube, der einzige in Deutschland, der das in dieser Intensität macht. Und dafür, ich glaube, von allen Betroffenen, aber auch insgesamt danke, dass du es auf ein wissenschaftliches Niveau bringst und uns endlich zeigst, ich sag mal, aus der Schmuddelecke rausholst des Internets, sondern uns wirklich sagt, es gibt Ansätze, die vernünftig sind. Herr Langhorst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Die Bücher, die er geschrieben hat, hat er dargestellt und die E-Mail-Adresse finden Sie mit ein bisschen Sherlock Holmes auch selber raus. Dankeschön an dich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank.